Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute, welches Fördermittel ist für Ihr Investitionshaben eigentlich das Richtige? Vielleicht können Sie es kombinieren. Vielleicht können Sie verschiedene Förderarten auch miteinander zusammenschalten oder ergänzen oder nacheinander legen oder das eine voneinander irgendwie in Abhängigkeit bringen. Wie das funktioniert und was Sie dafür Vorteile haben, das hören wir uns heute mal an. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Welches Fördermittel ist für mich das Richtige? Respektive, welches Fördermittel ist für Ihr Investitionsvorhaben das Richtige? Ist es eins, sind es zwei, kann man es kombinieren? Welche Arten passen am besten zusammen? Und welche Vorteile haben Sie bei welchen Förderarten speziell für Ihre Unternehmensinvestitionen? Oder wenn Sie gerade Gründer sind oder wenn Sie ein mittelständisches Bestandsunternehmen sind, passt das jeweilige Fördermittel zu Ihrer geschäftlichen Situation und Lage? Das heißt, es geht gar nicht darum, bestimmte Investitionen jetzt abzuchecken, sondern erstmal sich auf die Förderprogramme zu konzentrieren. Es gibt ja über 5.100 Förderprogramme für die Unternehmen in Deutschland und wir haben über 1,8 Billionen Euro an Fördermitteln. Davon sind rund 1,5 Millionen an Billionen Zuschuss und rund 350 Milliarden an Förderkrediten extra aus der EU. Da kommen noch weitere Förderkredite hinzu. Sie merken, da ist eine Menge Geld auf dem Tisch. Aber was passt davon eigentlich zu Ihnen? Und was bringt Sie auf den nächsten Level, wie man immer so schön sagt? Was hilft Ihnen eigentlich weiter? Denn aus diesem ganzen, sag mal, Buffet an Möglichkeiten ist ja nicht alles vielleicht perfekt passend für Ihr Vorhaben, in das Sie investieren wollen. Nehmen wir uns mal das Thema Förderkredit. Einige sagen, Förderkredit ist ja wie ein Hausbankkredit, das kann ich mir den Aufwand sparen, für die Förderkreditbanken da irgendwelche Unterlagen zu erstellen. Irrtum. Warum? Der Förderkredit hilft Ihnen auf verschiedene Art und Weise. Er ist grundsätzlich über die Hausbank zu stellen und damit haben Sie auch schon ersten Ansprechpartner, das ist die Hausbank. Aber diese Förderkredite haben meist bessere Konditionen oder sind anders ausgestaltet in der Rückzahlung. Ein Förderkredit ist für Ihr Unternehmen dann interessant, wenn Sie vielleicht sagen, ich habe eine größere Investition vor und ich möchte da die optimale Refinanzierung auch mit berücksichtigen, schon jetzt. Und bei einem Förderkredit gibt es 1, 2 oder 3 Jahre am Anfang tilgungsfreie Zeit. Das heißt, wenn Sie sich fragen, Mensch, ich habe ein Geschäft, was am Anfang noch eine gewisse Anlaufzeit bedarf und es nützt Ihnen nichts, Geld zu haben, was Sie sofort wieder tilgen müssen, also Sie bekommen Geld und müssen das dann schon in Raten zurückzahlen, sondern Sie bräuchten eine gewisse Anlaufzeit, in der Sie halt nicht tilgen und nur Zinsen bezahlen, dann ist ein Förderkredit sehr, sehr, sehr gut. Warum? Sie können 1, 2 oder bis zu 3 Jahren, je nach Investition, die Sie vorhaben, je nach Höhe und auch nach Investitionsart, diesen Förderkredit auch dazu nutzen, Liquidität zu sparen. Das ist der exakte Supervorteil. Sie sparen Liquidität bei sich ein in der Abfuhr. Das heißt, wenn das Geld bei Ihnen verbleibt, weil Sie es nicht refinanzieren müssen, Sie müssen es nicht zurückzahlen, die nächsten 1, 2, 3 Jahre und fangen dann erst mit der Tilgung an, dann haben Sie ja Zeit vorne gewonnen, wo das Geld, was Sie nicht rückzahlen, in Ihr Unternehmen weiter aktiv halten können. Das heißt, Sie können damit arbeiten. Und das Geld, mit dem Sie im Unternehmen arbeiten können, hat natürlich viel mehr Unternehmenswert für Sie, weil es ja Liquidität, als wenn es schon zurückgezahlt wird. Wenn Sie aber sagen, nee, für mich ist das nicht wichtig, dann muss man mal gucken, ob der Förderkredit das Sinnvollste für Sie ist. Es gibt noch ganz andere Förderarten und auch andere Förderbereiche. Auch in den Förderkrediten selber gibt es so viele Abstufungen, zu denen kommen wir gleich, dass Sie das nicht pauschal negieren oder bejahen können. Das ist mal situationsbezogen eine Sichtweise. Also Förderkredit kann super, super sein, wenn Sie die richtigen Förderkonditionen auch erreichen oder wenn Sie auch diese Tilgungsfreiheit nutzen wollen. Es gibt noch weitere Mittel wie eine Haftungsfreistellung, kommen wir auch noch gleich mal zu. Aber es gibt auf jeden Fall Vorteile bei den Förderkrediten gegenüber einem Hausbankkredit. Außer Sie haben exakt das Gleiche von der Bank zu bekommen.
dann brauchen Sie sich nicht entscheiden, dann ist die Entscheidung meistens schon gefällt, dann haben Sie eine einfache Art und Weise. Aber um das zu prüfen, müssen Sie sich ja vorne mit dem Förderkredit beschäftigen. Also wenn Sie was vergleichen wollen, müssen Sie beide Inhalte kennen. Im Bereich der Förderkredite gibt es auch noch sogenannte Sonderlocken. Ja, ich sage das mal so einfach. Warum? Da gibt es Förderkredite, die sind speziell für Unternehmen vielleicht bis 5 Jahre. Das heißt, die sind die ersten 5 Jahre am Markt tätig. Und da ist es oftmals mit dem Eigenkapital noch nicht so sehr gut. Und wenn Unternehmen in diesem Altersbereich jetzt investieren wollen, dann ist das nicht immer so einfach, nur mit Fremdkapital, also mit Krediten, zu arbeiten. Und dann hat sich die Förderstellen, haben sich da was Tolles ausgedacht, das war schon seit 30, 40 Jahren am Markt, diese Förderprogramme, und zwar sind das Eigenkapital ergänzende Förderkredite. Das heißt, die sind so ausgestaltet in der Rückzahlung, in der Konditionierung, in der Haftung, in der Sicherheit, in der Höhe, in der Laufzeit, dass das wie Eigenkapital bei sich im Unternehmen wirkt. Ja, wenn Sie also fragen, ist das das Richtige für mich? Wenn Sie also Ihr Eigenkapital in der Bilanz verbessern wollen, damit auch in eine Bonitätsverbesserung interessiert sind, dann ist so ein Eigenkapital-ähnliches und Eigenkapital-verstärkendes Mittel sehr, sehr wichtig für Sie. Warum? Hier sind meistens die ersten 7 Jahre keine Rückzahlung. Das heißt, so ein Förderkredit auf Basis einer Eigenkapital-ähnlichen Struktur. Ja, Sie haben richtig gehört, das ist ein Förderkredit, den müssen Sie zurückzahlen. Aber der wird von Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer so auch richtig eingebucht, weil es da gibt es eine extra Richtlinie für, dass das wie Eigenkapital, in diesem Fall wirtschaftliches Eigenkapital, genutzt werden kann. Das wiederum verbessert Ihre Kennzahlen im Unternehmen und das wiederum erhöht Ihre Finanzierungsreichweite. Wenn Sie also sagen, Mensch, ich kombiniere einige Sachen und verbessere mein Eigenkapital, weil ich noch größere Investitionen vorhabe, dann ist so ein eigenkapitalergänzender Förderkredit elementar für Sie. Das bekommen Sie auf keinen Fall bei einer Bank. Warum? 7 Jahre nicht tilgen heißt ja auch, dass 7 Jahre kein Kredit zurückgezahlt wird. Und diese 7 Jahre sind elementar. Warum? Sie sind ein Teil von 5 Punkten, in dem man fremdes Kapital wie eigenes Kapital bei sich verbuchen kann. Dazu aber gerne Steuerberater fragen und Details austauschen. Sie merken also schon, das war auch ein Förderkredit, aber er hat eine ganz andere Silhouette, ein ganz anderes Profil, eine ganz andere Aufgabe. Sie merken schon, die Sendung heißt ja, passt das Fördermittel zu mir oder welches passt zu mir? Es ist also situationsbezogen. Wenn Sie sagen, Mensch, ich habe im Eigenkapital genug, ich muss sowas gar nicht haben, dann fällt dieser Bereich der eigenkapitalergänzenden Mittel für Sie aus. Sie brauchen sie gar nicht beantragen, weil Sie vielleicht so gut gestellt sind, dass Sie eigenes Kapital so stark aufgebaut haben, dass Sie ganz normal mit Förderkrediten arbeiten können. Ein anderer Teil sind die Bürgschaften. Das sind jetzt keine Finanzmittel, sondern es gibt Bürgschaftsbanken, die quasi eine Sicherung für Ihr Investment gegenüber Ihrer Hausbank abgeben. Soll heißen, wenn Sie nicht genügend Sicherheiten selber haben. Beispiel, Sie wollen 1 Million Euro investieren, haben, was ich, 200.000 Euro, Sie brauchen noch 800.000 Euro und gehen zur Hausbank und dann sagt die Hausbank, ja, haben Sie Sicherheit. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommen Sie an Sicherheit, wenn Sie keine eigenen haben? Dafür gibt es Bürgschaftsbanken. Das kann also für Sie ein probates Mittel sein, zu einer Bürgschaftsbank vielleicht auch vorab zu gehen, um sich dann zu erkundigen, zu sagen, Mensch, würden Sie mein Investment hier, was ich vorhabe, mit einer Bürgschaft, einer solchen Ausfallbürgschaft, belegen? Eine Ausfallbürgschaft fällt, wie der Name schon sagt, ist dann aktiv, wenn Sie als Kreditgeber, als Kreditnehmer gegenüber dem Kreditgeber ausfallen. Soll heißen. Ihre Hausbank gibt Ihnen 1 Million Euro und möchte von der Bürgschaftsbank eine 800.000 Euro Kreditbesicherung haben. Details dazu und Berechnung gerne mal an anderer Stelle. Nur das grobe Struktursystem. Das heißt, 1 Million investieren, 200.000 haben Sie selber, 800.000 von der Hausbank, keine Sicherheiten. Dann ist eine Bürgschaft genau das richtige die richtige Förderart. Warum? Da wird kein Geld transferiert, sondern eine Bürgschaftsbank gibt Ihnen quasi auf Papier eine Bürgschaft, die Sie bei der Hausbank abgeben, besser gesagt, die wird direkt mit der Hausbank dann verhandelt. Und dann haftet eine dritte Stelle, die Sie vorher gar nicht gekannt haben, für Ihr Investment, wenn Sie ausfallen. Sie wiederum haften aber der Bürgschaftsbank und im Regelfall auch der Bank, also Sie haften da dann doppelt. Aber ohne die Sicherheiten würden Sie vielleicht gar keinen Kredit bekommen. Ein weiterer Bereich für das Thema Wachstum in Unternehmen sind die öffentlichen oder mittelständischen Beteiligungsgesellschaften. Jetzt kann ich schon einige hören und sagen, Beteiligungsgesellschaften, das sind diese Heuschrecken, die wollen immer Gesellschaftsanteile von mir haben, dann habe ich keine Mitbestimmung und die wollen das irgendwie alles übernehmen. Nein, bei Förderprogrammen ist es ganz anders. Es gibt mittelständische Beteiligungsgesellschaften, in jedem Bundesland eine. Und die geben zu ihrem Eigenkapital, was sie selber schon haben, meistens bis pari, also bis zur gleichen Höhe,
wenn das Konzept stimmt, wenn Ihre Bonitäten stimmen und wenn das Konzept der Investition auch stimmt, für geplante Investitionen, dazu gehören Unternehmenskäufe, es gibt sogar Gründungen oder für Startups, Technologie, egal welcher Bereich, geben die Beteiligungskapital, ohne Gesellschaftsanteile Ihnen abzukaufen. Das heißt, hier reden wir meistens von endfälligen Summen, 8, 9, 10 Jahre endfällig. Das heißt, Sie bekommen 100, 200, 300, 500.000, 1 Million Euro als Eigenkapital von dieser Beteiligungsgesellschaft. Das ist eine Förderstelle. Die wiederum ist intern ab und verbürgt mit anderen Förderprogrammarten zur Verbürgung dieser Summe. Darum müssen Sie sich gar nicht kümmern. Sie haben einen Ansprechpartner, das ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, meistens MBG genannt in Ihrem Bundesland. Ja. Und wenn Sie da auf Pari, also auf gleiches Eigenkapital aufgehen, das heißt, Sie haben vielleicht 1 Million Euro Eigenkapital und möchten gerne noch 1 Million Euro Eigenkapital dazu. Warum? Weil Sie das als ersten Schritt erkannt haben, um eine größere Investition, vielleicht 15 Millionen, zu investieren. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Produktionswerk oder ein Grundstück mit einem Produktionswerk kaufen. Es kostet 10 Millionen Euro. Sie haben selber nur 1 Million Euro. Dann wäre ja ein probates Mittel Ihr vorhandenes Eigenkapital mit dem Kapital der Beteiligungsgesellschaft, das wiederum von Ihnen stimmunabhängig arbeitet. Das heißt, es gibt nur Geld, keine Mitsprache, auf 2 Millionen zu erhöhen. Das heißt, Ihre Million plus die gleiche Höhe von der MBG sind nochmal 1 Million, sind 2 Millionen. Und dann könnte man bei richtiger Finanzstruktur vielleicht noch mit einem Förderkredit aufpacken, der dann vielleicht auf 8 Millionen so kommt. Und so könnten Sie 10 Millionen zusammen quasi puzzeln. Sie merken also, wenn Sie größere Investitionen planen, dann ist das Thema Eigenkapital auf jeden Fall ein elementar wichtiges Element für Sie, wenn Sie sich die Frage stellen, ist das das richtige Mittel für mich? Ein anderer Part sind auch die steuerlichen Forschungsförderungen. Wenn Sie so ein mittelgroßes Unternehmen sind und sagen, Mensch, gibt es auch etwas, wo wir einfach steuerlich in unserer Bilanz arbeiten können mit den Steuermitteln? Also ich will gar keinen Kredit haben, ich habe selber genug Geld. Ich brauche auch gar kein Geld. Wir haben bloß immer wieder Cashflow, aber ich möchte, dass es gefördert wird, wenn wir hier was innovieren. Dann ist die steuerliche Forschungsförderung für das Richtige. Da müssen Sie im Vorfeld bei der richtigen Förderstelle den richtigen Antrag stellen für das Thema Förderung auf steuerliche Forschungsförderung. Das heißt, dann werden Ihre zukünftigen Investitionen in das Thema Forschung und Entwicklung quasi in der Bilanz mit einer Reduzierung belegt. Und dementsprechend haben Sie steuerliche Vorteile bis in die höheren Millionenbeträge hinein, die Sie dann wieder gewinnsteigernd auf Ihrer Bilanz wirksam einzahlen. Also Sie bekommen kein fremdes Geld, sondern Sie nutzen steuerliche Vorteile, wenn das das richtige Mittel ist für Sie, weil Sie sagen, wir haben genügend Cashflow, wir haben genügend Eigenkapital, wir brauchen das alles gar nicht. Wir möchten das bloß, dass eine Förderung bei uns sich bilanzwirksam auswirkt. Dann ist das das richtige Mittel. Und wenn Sie wissen wollen, ob welches Fördermittel zu Ihnen passt, zu Ihrer Investition, ob es sich strukturieren lässt, ob es sich kombinieren lässt, ob es überhaupt sinnvoll ist, dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de und da können Sie Ihre Daten eintragen und übermitteln, dann bekommen Sie gebührenfrei ein Ergebnis zurück, ob und wie das Ganze förderfähig ist. Und dann haben Sie die Vorteile der Förderung passend aus dem Förderprogramm auf Sie zugeschnitten und haben ein individuelles Ergebnis und können so Ihre Zukunft gewinnorientierter, erfolgreicher gestalten.